Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns, ich bin der Sebastian von PlanetEternia.de und heute geht es um die Legends of Draenor. Ja, ich stehe total auf diesen Spot, den die gemacht haben. Und wenn ihr jetzt da steht und sagt, Legends of Draenor, hä, nie gehört, sieht irgendwie nach Masters aus, aber sind ja definitiv keine. Ja, das ist eine Toyline, die gibt es noch gar nicht so lange, von einer Firma, die es auch noch gar nicht so lange gibt, von Formo Toys nämlich. Und ja, die Ähnlichkeit zu Masters of the Universe ist da durchaus natürlich ein bisschen beabsichtigt. Die Leute dahinter, die sind auch im Masters-Kosmos keine Unbekannten. Josh Van Pelt, Emiliano Santalucia und Pierre Brauner haben diese Toyline erschaffen. Und möglicherweise habt ihr davon mal was mitbekommen, als die noch ganz anders hieß, nämlich die sollte eigentlich Lords of Power heißen. Und ja, dem geneigten Masters of the Universe Fan, dem sagt das natürlich was. Lords of Power, das war doch der ursprüngliche Name für die Masters und ein paar Figuren von den Moto Origins sind auch als solche erschienen. Ja, und genau deswegen heißt diese Toyline nicht Lords of Power. Ja, das war eine ganz interessante Kiste. Diese Figuren basierten ursprünglich in ihren ursprünglichen Konzepten auf Masters of the Universe Designs, beziehungsweise Designs, die wir in der Toyline damals nicht bekommen haben. Hier er zum Beispiel, der Barbaro, der sollte eigentlich aussehen wie ein früher He-Man-Prototyp, der noch einen Helm auf hatte, aber keine, boah, sagen wir mal, keine Stiefel. Eigentlich waren sie aufgemalt, aber die Füße sahen eher nackt aus. Und auch er hier, der Oscuro, der sollte ursprünglich Keldor sein. Keldor, wie er in einem Poster zu sehen war, ein Design, das Emiliano Santalucia sich ausgedacht hatte. Und so war das bei mehreren Figuren so. Und ja, das schien eigentlich alles rechtlich soweit okay zu sein. Aber dann hat Mattel in allerletzter Sekunde vor der Vorbestellphase dann doch nochmal gesagt, ne, das geht doch nicht. Und ja, eine rechtliche Auseinandersetzung ist dann natürlich gegen so einen Konzern immer eine Geschichte für sich. Und dann wurde halt eben ganz schnell gearbeitet und die Designs wurden leicht verändert. Manche fast gar nicht, andere doch deutlich, damit man eben auch zusammen mit dem neuen Namen Legends of Draenor eine Toyline bringen kann, die ja, ein bisschen für Masters of the Universe Feeling sorgen kann, aber natürlich eine eigenständige Kreation ist. Da sind wir hier, Wave 1, 6 Figuren sind es, 3 gute, 3 böse und noch eine Build-A-Figure, die Divine Armor of Power, über die werden wir jetzt heute ein bisschen reden. Wird ein bisschen längeres Video, ich bin auch mal gespannt, also nicht wundern, wenn ich ein bisschen komisch rede, war erst beim Zahnarzt, aber das kriegen wir schon alles soweit hin. Ja, fangen wir erst einmal generell mit den Verpackungen natürlich an und ihr seht es, da ist natürlich ganz viel los, was die Farben betrifft. Wir haben hier einen Drachen im oberen Bereich mit dem Logo zusammen. Finde ich sehr schön designt. Legends of Draenor klingt natürlich nicht ganz so schmissig wie Lords of Power, aber da haben sie sich schon was Gutes überlegt, finde ich. Und ja, so gewisse Masters-Vibes sind immer wieder festzustellen. Auch das Design der Karte natürlich und die Blister selber, das ist halt schon sehr stark dran gelehnt. Und ihr seht es, die Figur ist gut erkennbar und wir haben hier immer bei jeder Figur einen Build-A-Figure-Teil. Das ist halt hier immer separat eingefasst, finde ich eine gute Sache, im Klarsichtbeutel dabei. Das gefällt mir schon soweit gut. Und hier hinten im weiteren Klarsichtbeutel ist die eigentliche Waffe der Figur dabei. Hier Barbaro Heroic Leader. Und ich muss dazu auch sagen, diese Verpackungen, die sind mega stabil. Also ihr seht es, hier habe ich leider vom Händler einen Punch nicht mehr drin gehabt. Das ist hier ganz unterschiedlich gewesen. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich bin ja Auspacker. Ist nicht schlimm. Aber generell, also sowohl der Blister selber als auch die Karte, also das ist mega stabil. Wenn ihr die Moto Origins kennt, also von der Festigkeit her, die wischen mit den Origins echt den Tisch ab. Also das ist schon krass, wie stabil das hier ist. Und dazu muss man natürlich auch sagen, die Figuren sind auch deutlich teurer. Also eine Figur kostet im Schnitt so 40 Euro beim Händler. Das ist natürlich schon einiges an Kosten. Und ich habe bei dieser Toyline deswegen auch sehr lange hin und her geschwankt, soll ich die jetzt doch holen oder nicht. Ist halt viel Geld, aber ja, mir gefällt es irgendwie von den Designs her grundlegend und dann wollte ich die gerne haben. Und definitiv ist das hier schon eine große Wertigkeit, wenn man die Blisterkarten in den Händen hält. Ist auch übrigens sehr schwer, tatsächlich ordentlich Gewicht drin. Wir haben hier natürlich die Rückseite, auch
Das erinnert mich ein bisschen an die Ramco-Figuren aus den 80er Jahren, die Moto-Knockoffs waren, die Designs hier zum Teil. Ist aber sehr cool gemacht. Wir kriegen eine kleine Biografie oder ja, einen Teil einer Biografie, eine Kurzerklärung zum jeweiligen Charakter. Wir sehen die gesamte Rave dabei. Und sogar hier unten steht dann zum Beispiel auch Created by Emiliano Santalucia and Peer Brauner. Packaging Design, Character Art etc. steht also tatsächlich drin, wer die konkreten Macher von den Toys waren. Das finde ich sehr gut. Haben wir heutzutage meistens nicht bei den Verpackungen. Gefällt mir richtig gut, dass man die Schöpfer auch mit draufstehen hat. Ja, Barbaro, Heroic Leader, Special Ability, Mighty Strength. Da weiß man schon, der ist natürlich ein bisschen der He-Man Stand-in, Weapon of Choice, Battle Axe, Homeworld and Terror. Ja, das ist ein Lore. Ich gehe jetzt nicht zu sehr auf die einzelnen Biografien rein, aber die Charaktere sind nicht unbedingt alle vom gleichen Planeten, sondern sind von verschiedenen Planeten des Universums und treffen dann aufeinander. Und es geht eigentlich hier erst einmal zumindest in dieser Wave um die Divine Armor of Power. Die besteht aus mehreren Teilen und ja, damit können die sich quasi ausrüsten und haben dann weitere Superkräfte. Und natürlich, wer die gesamte Divine Armor of Power hat, der ist der geilste überhaupt. Ja, fangen wir doch mal mit Auspacken an. Ich werde jetzt keinen großen Cut machen, beziehungsweise ich mache hier einen Cut, aber nicht im Video. Und ich bin jetzt schon mal sehr gespannt. Ich versuche das wieder sehr vorsichtig zu öffnen, aber ich bin schon gespannt, wie die Figuren sich dann anfühlen, wenn ich sie aus dem Blister heraus habe. So, das dauert jetzt hier ein bisschen und ich habe es ja schon angesprochen, der Barbaro, der sollte eigentlich ursprünglich so ein He-Man-Prototyp-Design einnehmen, das halt damals noch mit einem Helm bewehrt war. Das mussten sie ja doch noch mal deutlich ändern, damit es nicht zu sehr drauf in der Ähnlichkeit ankommt, dass Mattel am Ende dann sagt, hey, das sieht ja genauso aus wie etwas, das mal bei uns erschaffen wurde. Ja, ist halt leider so. Ich weiß zum Beispiel, unser Kollege, der Michael, der hätte gerne den anderen Barbaro gerne gehabt, aber ich finde den hier ehrlich gesagt noch besser vom Design her, weil der eben auch angezogen ist. Ja, ihr seht es hier vorne, da ist schon was vom Blister Tray als Verdeck für die Figur vorne gemacht. Finde ich soweit ganz gut. Hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, aber ist wohl zum Schutz da, damit die halt nicht über den Blister drüber schrammt. So, da haben wir Barbaro schon mal. Ah, jetzt kommt bei mir wieder ein bisschen der Staub hoch. Divine Armor of Power. Viel Plastik dabei. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Aber diese Figuren, die sind sehr aufwendig bemalt. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, wahrscheinlich wegen der Bemalung selber, dass die Farbe nicht zu sehr irgendwo drüber schwimmt. So. Weg damit. Und dann nochmal ein Beutel. Dauert ein bisschen, aber immerhin kann eigentlich nicht viel farbenmäßig passieren. So. Messer weg. Und dann haben wir hier schon mal Barbaro. Und da kann ich direkt etwas zur Beweglichkeit sagen. Die Figuren sind nicht so beweglich, wie man es heutzutage von Actionfiguren kennt. Sie wollten wirklich diesen alten 80er-Jahre-Masters-Vibe einfangen. Deswegen haben wir hier bewegliche Schultern, nur einmal beweglich, nur nach oben und unten. Wir haben durch entsprechende Möglichkeiten, zu denen ich noch komme, auch hier, das ist ein bisschen feste, so, hier geht es und da auch. Bewegliche Unterarme, also drehbare Hände, drehbare Unterarme. Kein Powerpunch, sondern hier eine bewegliche Hüfte. Natürlich auch der Kopf beweglich, auch kein Kugelgelenk drauf, sondern einfache Cutgelenke. Die Beine nach oben und unten beweglich, relativ eingeschränkt durch die Hose. Das ist halt leider so. Und die Stiefel, ihr merkt es, das ist am Anfang relativ fest. Wow. Geht schon beinahe, kann ich gleich was zu sagen. Können wir direkt wieder dran machen. Aber hier die Stiefel genauso drehbar. Also 2, 4, 6, 8, 8 POAs, Points of Articulation, sind pro Figur dabei. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die Ellenbogen und Knie nicht auch noch beweglich sind oder die Arme zumindest Doppelgelenke haben. Das ist tatsächlich so ein Minuspunkt für mich generell bei dieser Toyline gewesen, gerade auch mit dem Kostenpreispunkt. Wegen gewissen Dingen wie eben hier, dass sich das auseinandernehmen lässt, verstehe ich das auch durchaus. Aber ja, ich hätte es eigentlich ganz gerne gehabt, dass ein bisschen mehr Beweglichkeit dabei wäre. Aber ist jetzt halt so.
Wir haben hier die Axt dabei, die Doppelaxt. Sieht schon sehr nach Masters aus vom Design, ist noch ein bisschen verändert worden, aber ziemlich nah an der Prototyp-Axt von damals. Passt hier in die Hand hinein. Sehr solide, sehr fest. Und Barbaro hat natürlich auch abnehmbare Klamotten, das ich sehr cool finde. Also er hat hier seine Kopfbedeckung, die kann man abmachen. Und hier hinten sieht man auch, er hat so einen leichten Zopf hinten an den Haaren, damit die ein bisschen nach hinten gehalten sind. Und auch seine Rüstung ist abnehmbar, ist aus sehr weichem Gummimaterial gemacht. Kann man also hier auch, ich nehme es jetzt nicht komplett ab, erstmal aber, kann man hier auch abnehmen. Das ist natürlich was, ich bin ja ein alter Mix-and-Matcher, wodurch man halt theoretisch auch nicht nur Zubehör, sondern eben die Klamotten bei den Figuren untereinander auch mal tauschen kann. Ist natürlich auch ganz praktisch für den Hersteller, der dann designmäßig ein bisschen auch mal was machen kann. Die können auch den Barbaro-Kopf mit Sicherheit mal recyceln für einen anderen Charakter mit einer anderen Kopfbedeckung. Man merkt es nicht sofort. Also auch da das klassische Masters of the Universe-Prinzip eigentlich. Und dann haben wir hier auch noch als weiteres Zubehörteil eben, sind meistens pro Figur ein bis zwei Teile, die Divine Armor of Power, ein Arm dabei. Und das ist halt eben hier auch so, man kann viel Mix and Match machen und das geht übrigens super leicht, also das ist mega geil, wer früher mal vom Masters Figuren die Arme abgemacht hat, hier geht das echt super. Und dann, ja, ist schon sehr tight, dann könnte Barbaro jetzt sein Rüstungsteil hier tragen, hat halt hier irgendwo Superkräfte bei seiner Divine Armor hier. Und aber auch hier kann natürlich die Hand abmachen. Und dann kann Barbaro nur einen Teil der Rüstung dran haben. Ja, und so kann man das untereinander wunderbar kombinieren. Das finde ich schon eine sehr geile Sache. Und das ist halt eben auch was, das ich cool finde bei dieser Toyline. Wenn man alle 6 Figuren kauft, auch wenn die ordentlich was kosten, dann kriegt man aber noch in dem Sinne eine 7. Figur dazu. Und man kann natürlich untereinander schon einiges an Tausch machen. Was ich aber unabhängig davon einfach geil finde, das sind wirklich die Details hier dabei. Also die Farben, die sind absolut genial. Ich meckere bei den Moto Origins zum Beispiel sehr oft über das billige Gold, was sie benutzen. Und hier haben wir wirklich ein glänzendes Gold, das richtig metallisch aussieht. Das ist so genial gemacht. Und dann auch hier gerade, wenn man hier die Hose sieht, nicht nur wie geil die modelliert ist, sondern auch wie das bemalt ist daran, absolut top. Und ich sehe wirklich keine großartigen Flecken irgendwo oder sonst was, wie man es von anderen Herstellern oft kennt. Das ist wirklich auf den Punkt genau. Also das ist schon wirklich eine höhere Wertigkeit, wo man auch sagt, okay, da kriegt man noch einen anderen Gegenwert als bei einer Massenware. Ständig gucken, ah ja, hier Hautfarben innen drin. Also da bin ich schon wirklich sehr beeindruckt dabei, wie toll diese Figur aussieht. Die finde ich wirklich super gut gelungen dabei. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, aber machen wir weiter. Das Video wird ja sonst eine Stunde lang. Kommen wir zu Oscuro. Ja, im Grunde hier der Super Schurke, ich habe es ja schon erwähnt gehabt, Oscuro, ursprünglich sollte Keldor bei der Lords of Power Toyline dabei sein, den haben sie dann daraus gemacht. Erinnert mich ein bisschen an Hordak, wenn man hier sich so die Rüstung dabei ansieht, das hat schon gewisse Hordak-Vibes mit diesen Fledermaus-Elementen, aber auch Skeletor-Elemente sind immer noch dabei. Auf der Rückseite sieht man auch schöne Skizzierung bzw. schönes Artwork hier dabei. Von Matt O'Toole ist es und Oscuro ist der Evil Magician Homeworld Endymion oder Endymion, als deutscher englischer Aussprache, Endymion Special Ability Magic Possession, also er ist Magier. Wir wissen es mittlerweile und er hat den Chaosstab dabei. Ja, ursprünglich hätte der Keldor den Masters of the Universe Filmstab haben sollen. Haben sie hier auch verändert. Aber ich finde, es ist eine ganz coole Variante von Skeletor's Havoc Staff geworden, was sie hierbei gemacht haben. Und ja, ich kann mir nicht helfen. Irgendwie, auch wenn Oscuro jetzt Formus eigene Version von Keldor vielleicht ist, aber irgendwo habe ich auch so gewisse Hordak-Gefühle dabei. Aber ja, wenn Hordak jetzt vielleicht eher menschlicher wäre, das möchte ich dabei nur zum Ausdruck bringen. Oh, ganz viele Tüten auch wieder. Hier der Umhang drin und da der Stab drin. Hier wieder die Abdeckung dabei. Das ist auch ein bisschen schade, dass die Verpackungen wirklich in dem Sinne kaputt gemacht werden müssen. Klar, wenn man Extremsammler ist, einmal auspacken will, einmal OVP haben will, dann kauft man die UF zweimal, da hat man mehr dran verdient. Aber ja, ich fände es eigentlich richtig, wenn heutzutage man Verpackungen hat, die wieder verschließbar sind. Aber das bin nur persönlich ich.
Ja, und hier haben wir schon mal von Oscuro den zweiten Arm. Also die beiden Hauptkontrahenten, sage ich mal, die kommen jeweils mit Armen dabei. Sieht natürlich genauso aus, nur spiegelverkehrt. Und dann haben wir hier, auf mit dir, seinen Zauberstab. Und ich denke, ihr seht schon, dass da gewisse Einflüsse von Skeletors Widderstab aus verschiedenen Medien vorhanden sind. Finde ich, ist aber wirklich eine sehr schöne Sache und ist nicht verbogen. Ist ein flexibles Material, das natürlich kaputt gehen würde, wenn ich das jetzt komplett biege, aber es ist nicht butterweich und ist eben vor allen Dingen nicht verbogen, was wir ganz oft bei solchen Waffen erleben. So, Oscuro selber. Dort seht ihr schon ein bisschen was an Recycling. Dieselbe Hose ist dabei, aber ansonsten hat die Figur ganz viele neue Teile. So, mal schnell die Rüstung weg. Wir sehen hier ein Hemd. Das sehen wir auch später nochmal. Das ist im Grunde auf Basis von Eldor, von den Powers of Grayskull gemacht worden. Aber die Rüstung liegt eben drüber. Ist ganz nett gemacht. Sogar hinten auch schön modelliert. Hier ist so ein kleines magisches Symbol mit dabei. Liegt ein bisschen locker hier auf dem Torso, aber ist jetzt für mich nicht so tragisch. Jo, Arme, Hände, alles neu, Stiefel und so weiter. Die Beine hier natürlich, die sind auch nochmal recycelt, aber trotzdem viele neue Teile dabei. Das gefällt mir schon richtig gut, was sie hierbei angestellt haben. Nur, dass eben die Rüstung ein bisschen rutscht, das finde ich etwas schade. Und ja, jetzt weiß ich, warum der Horderqualm da ist, wegen diesem Kragen dabei. Genau das. Ja. Aber das ist ja noch nicht alles. Oscuro hat eben auch noch einen Umhang. Und der ist nicht aus Plastik, sondern aus Stoff. Ist ein durchaus dicker Umhang geworden. Jetzt gucke ich mal. Ja, oh, der Kopf geht auch mega weich runter. Also da muss man sich echt keine Sorgen machen. Das geht bei anderen Toylands schon deutlich schwerer als hier. Aber auch nicht so, dass alles jetzt auseinanderfällt. Finde ich gut. Im Übrigen genauso wie das Design von Oscuro vom Kopf her, dass dort ein Auge schon verletzt ist und deswegen blind ist und das andere ist eher rötlich, finde ich eine gute Sache. So. Und dort haben wir Oscuro schon in seiner vollen Pracht. Oh, das ist echt ein netter Stoff. Also ich glaube, ich habe schon Klamotten gehabt, die so ähnlich gemacht waren. Sehr dick gemacht. Also das ist auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit als die dünnen Stoffumhänge, die wir von anderen Herstellern oft kennengelernt haben. Sieht natürlich jetzt nicht so hundertprozentig anschmiegsam aus, wie wenn es aus Kunststoff wäre, aber ich finde, das ist schon ganz gut gemacht. Und der Stab, ja, also dadurch, dass er so dünn ist, werden den die Frauen wahrscheinlich auch halten können. Also da haben sie auch ein bisschen drauf geguckt, dass die Größen alle ein bisschen zueinander passen. Ich muss jetzt sagen, Oscuro ist nicht unbedingt mein allerliebstes Design. Da fand ich tatsächlich das Keldor-Design ein bisschen besser. Ah, ein bisschen Filz weg. Da fand ich das Keldor-Design ein bisschen besser. Und ja, es liegt wahrscheinlich für mich dran, dass ich ganz gerne sehr dämonische, monsterhafte Schurken irgendwo dabei habe. Der hier hat für mich aber eher so ein bisschen, sagen wir mal, so einen Vibe von anderen Fantasy-Sachen, wo es eigentlich immer um den bösen Zauberer geht. Das ist insofern auch schon okay, aber ja, definitiv gefällt mir Barbaro nochmal besser. So. Nochmal zurück zu den Helden. Hier haben wir Yondara, die Heroic Chieftain. Die kommt von, oh, kommt scheinbar von der gleichen Heimatwelt wie Oscuro. Interessant. Und kann ihren Geist durch die Dimensionen projizieren und kann wohl, ja, mit dem Divination Staff auch noch benutzen. Auch wieder schönes Artwork dabei. Und ihr seht es, sie hat den Torso dabei, beziehungsweise den Oberkörper von der Divine Armor. Ist auch generell dafür, dass sie eine Frau ist und ihr merkt, dass sie natürlich deutlich dünner als die Männer ist. Ein gut gefüllter Blister. Ich bin auch echt erstaunt dafür, dass das alles so stabil wirkt, geht dieser Blister echt super leicht auf. Also den kann man echt leicht schneiden. Auch da habe ich schon bei anderen Toylands deutlich mehr Theater gehabt. Und ich habe mein Messer wirklich nicht geschärft. Also. Coole Sache. So. Dann haben wir hier einen Stab. Und ja, Yondara sollte eigentlich ursprünglich Shirella sein. Wem das nicht sagt, Shirella gilt heutzutage als eine Bogenschützin, Stammesanführerin von Powers of Grayskull. Das ist im Grunde, wurden dort zwei Sachen zusammengemischt. Auf einem Artwork von einer Box von, ich glaube, es war Titus.
Dort haben wir, oder was, Megator, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall auf einer der beiden Boxen, ich blende es euch dann ein, dort haben wir eine Bogenschützin gesehen. Und dieses Design wurde irgendwann als Shawella wahrgenommen, die Hiemens Vorfahren trainiert hätte. Ja, konnten sie eben hier auch aus rechtlichen Gründen nicht machen, aber sie haben Elemente des Designs genommen und haben dort eben Yondara draus gemacht. Ich muss schon sagen, ein bisschen viel Plastik dabei. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es an den Bemalungssachen liegt, aber hier seht ihr die Divine Armor of Power. Muss ich auch direkt mal was ausprobieren, ob das hier funktioniert. Wie krass. Also theoretisch kann man die Rüstung sogar einem weiblichen Charakter draufsetzen. Mal gucken, ob das mit dem Kopf auch funktioniert. Nicht ganz. Aber grundlegend sind schon die Gelenke sich nicht unähnlich, was ich eine gute Sache finde dabei. So, jetzt zeige ich euch aber erst einmal hier Yondara selber. Hat natürlich auch wieder die gleichen Bewegungspunkte und damit auch die Mix-and-Match-Möglichkeiten wie die Männer. Jupp, die Beine haben sogar ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und ihr seht meiner Meinung nach schon krass den He-Man-Vibe dabei. Finde ich schon eine gute Sache. Wir haben mehrfaches Zubehör dabei. Sie hat einen Helm. Mal gucken, ob ich den ordentlich aufsetzen kann. Ist ja immer beim ersten Versuch live vor Kamera immer so eine Sache für sich. Und hat einen Stab. Da war ursprünglich die Idee, dass diese Kugeln verschiedenfarbig werden und wenn man den Stab schüttelt, dann gibt es überall anders wieder Kugeln, die heraustreten. Fand ich eine gute Idee, haben sie letzten Endes hier aber so nicht umsetzen können. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen schwer geworden für solche Figuren in der Größe, dass das Action-Feature auch so wirklich funktioniert hätte. Oh, der Stab, der ist golden, wirkt aber, als wäre er eigentlich aus vergoldetem Holz. Gefällt mir gut. Und ja, hier am Stab selber sieht man auch, also es hat schon gewisse Ähnlichkeit mit dem Helm von Battlecat, was ich eigentlich eine ganz witzige Geschichte finde. Yondara hat hier eine Rüstung, hat diesen Helm auf, hat schon gewisse Azteken-Vibes, finde ich. Gefällt mir aber erstaunlich gut. Also dieses Design, das finde ich, hat schon was. Da haben sie schon ordentlich was rausgeholt. Hier noch ein Armreif dabei und auch hier schöne Taschen und so dabei. Das ist schon eine ganz coole Sache. Mir gefällt diese Figur tatsächlich ausnehmend gut. Und ich bin eigentlich keiner, der sonst mit Azteken-Designs großartig was anfangen kann. Aber das hier finde ich schon schön. Und dann kann man hier natürlich auch nochmal gucken. Auch das geht wieder ab. Wer also diese goldenen Partien weniger mag, der könnte Yondara natürlich auch so benutzen. Und ja, obwohl die Haare relativ fest sind, aber die Beweglichkeit vom Kopf ist vorhanden, finde ich auch eine sehr gelungene Figur. Einer von zwei weiblichen Charakteren dieser Wave, was auch schon irgendwo zeigt, jo, da gibt es mehr als nur immer den gleichen Basiskörper. So, ein bisschen zurecht machen und dann bleibt sie hier erstmal dabei stehen. Und dann kommen wir zu ihrem bösen Gegenpart, nicht zu unserem, sondern ihrem bösen Gegenpart, Pantera, die Silent Huntress. Kommt auch von der gleichen Welt, ja, hat scheinbar eine Art Nachtvision und kann ja, besonders gut riechen, wie man es von Tieren auch kennt. Und ja, Pantera, ich glaube, dort sieht man schon sehr deutlich die Ursprünge. Pantera wurde eigentlich nur farblich verändert gegenüber der Lords of Power Version. Die sollte nämlich ursprünglich die Farbgebung von Panther bekommen. Also die Klamotten eher in so einem Blaugrün und dann sollte die Haut lila sein, beziehungsweise das Fell lila. Haben sie nicht gemacht, wurde hier verändert dabei. Und Pantera, muss ich sagen, also da gefiel mir tatsächlich die Panther-Farbgebung besser. Möglicherweise, weil ich generell Panther sehr mag. Ich finde, die Farbkombo war dort sehr gelungen. Hier bin ich nicht ganz so hundertprozentig überzeugt davon, aber ist trotzdem eine ganz nette Farbschematik, die sie haben. Hier haben wir auch ihr Schwert und das finde ich hier bei dieser Figur im Gegensatz zu Yondara schon ein bisschen auffällig, dass der Blister doch ein bisschen leerer aussieht. Das ist halt natürlich auch dadurch geschuldet, dass wir natürlich jetzt nicht so eine große Rüstungsmenge haben und dass dieses Schwert deutlich kleiner natürlich ist als der Stab. Haben wir dabei. Das Schwert erinnert ein bisschen an das Castle Grayskull Schwert. Dort könnt ihr die Figur sehen. Also auch da wieder die Modellierung vom Kopf. Die ist wirklich großartig. Abnehmbare Rüstung dabei auch wieder. Wir sehen einiges so am Grundkörper von Yondara, dass sich das geteilt wurde, aber trotzdem viele Neuheiten. Mal gucken, wie das hier geht. Na, oh, da
Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, Mensch. Also, die Arme haben keine drehbaren Gelenke scheinbar, es sei denn, ich übersehe jetzt was. Das ist ein bisschen schade, dass sie die nicht auch drehbar gemacht haben und untereinander tauschbar. Aber die Stiefel sind drehbar. Jo, wir haben hier noch so ein bisschen so ein paar Tarnflecken. Und dann versuche ich mal, die Rüstung abzunehmen. Also, dann haben wir hier Pantera. Mal ohne alles. Und ich muss tatsächlich sagen, ohne diese rosa Teile finde ich die Figur fast besser. Also die Rüstung hier, die sieht schon eigentlich ganz gut gestaltet aus. Aber irgendwie, ja, die Farbkombo, also dieses Blau und Schwarz, das finde ich wirkt besser. Das Magenta, das ist nicht so hundertprozentig meins. Aber okay, sie mussten sich ja was überlegen. Und es wäre schade gewesen, den kompletten Charakter nochmal umzudesignen. Also passt soweit. Und dann haben wir die Weinarme auf Powerteile, den Kopf und den Unterleib und das ist zusammengesteckt. Das ist schon irgendwie leicht schräg, aber zeige ich euch nochmal im Detail dann später. Finde ich schon mal ganz gut. Also ich bin tatsächlich von der Haptik dieser Figuren sehr überrascht. Ich habe am Anfang sogar noch in der Blisterkarte gedacht, oh, die wirken vielleicht sogar schon zu schwer. Das kann es auch geben, wo man dann denkt, man hat jetzt irgendwo einen groben Klotz in Händen, aber sowohl die Männer wie auch die Frauen, das ist schon ganz ordentlich gemacht. Und ja, das Zubehör, das abnehmbar ist, das ist soweit eigentlich ganz flexibel gemacht. Nicht so butterweich, dass man sich ärgern müsste, wie billig das gemacht ist, aber schon so, dass man damit ganz gut umgehen kann. Pantera. Für mich die nicht so tolle Figur dabei. Da kommen wir jetzt eher zu noch anderen Charakteren. Der dritte Held im Bunde, Karim oder Kareem. Ja. Boah, Disneys Aladdin lässt grüßen irgendwie. Der Genie als Masterskämpfer, eigentlich irre. Also ich kann nicht unbedingt sagen, dass dieser Brave Mystical Warrior, der zwischen den Dimensionen reisen kann und in das Herz anderer sehen kann, von Haus aus das war, wo ich gedacht habe, boah, mega geil. Aber irgendwie, er hat schon was, und zwar transluzente Haut. Und damit kriegt man mich ja irgendwie oft. Wenn jetzt irgendwas im Dunkeln leuchten kann oder durch so und durchscheinend ist, da bin ich dabei. Und dadurch ist halt der Kareem für mich schon wieder was Interessantes geworden, obwohl ich am Anfang gedacht habe, naja, braucht es den jetzt unbedingt. So, Sachen rausgenommen. Oh, das wird ein Müllberg hier. Kareem hat eins der Beine und dann haben wir die Divine Armor auch schon bald beisammen. Aber er hat auch weiteres Zubehör. Er hat den Staff of Light, den Stab des Lichtes, der in Form einer Wunderlampe gemacht ist. Ist auch irgendwie wieder lustig. Die Idee, ja, hat irgendwie was. Orange ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, boah, genialste Waffe der Welt. Aber irgendwie für einen Zauberstab, da geht das schon. Ach, kann ich auch mal hinstellen. Boah, das ist so geil, wie das hier durchscheint, das Blau. Genial. Und dann hat er noch einen Umhang, der ist deutlich dünner gemacht, hat halt nicht diesen Fellbehang, ist zwar durchsichtig, aber hat eigentlich einen ganz schönen Stofflook dabei, ohne dass man irgendwie denkt, oh, das ist jetzt super billig. Hier, Gummizug dabei, aber erstmal die Figur ohne Umhang. Und ihr seht es hier, die Haut, die ist durchsichtig. Das finde ich wirklich cool. Also das gefällt mir so mega gut. Genauso wie die Bemalung. Ah, hier am Gürtel habe ich dieses Mal leider eine kleine Schramme. Aber ja, das ist jetzt eher ein doofer Zufall. Aber ansonsten, also die Figur, die sieht schon richtig gut aus. Und ich würde mal behaupten, hoppla, das ist das gleiche Hemd. Ja, das ist das Hemd, das auch Oscuro trägt. Und auch die Stiefel sind gleich. Aber es fällt gar nicht so auf dabei, dass die Teile gleich sind. Klar, bei der Hose sieht man irgendwie, dass es letzten Endes immer dieselbe ist. Aber grundlegend bin ich über die Teileversion hier schon ganz gut überrascht, wie sie das gemacht haben. Auch neue Hände haben sie dabei. Also die Variation allein durch die coole Bemalung hier, die trägt schon wirklich ordentlich zu was bei. Und jetzt muss ich mal gucken. Kopf runter. Und dann machen wir hier noch den Umhang drauf, wie das dann aussieht. So, na komm. So, nicht reinmachen. So, jo. Also den Umhang müsste ich jetzt noch ein bisschen bügeln. Der ist ein bisschen faltig und kriedelig geworden. Das erinnert mich an den New Adventure Skeletor von früher. Da war das mit dem Umhang ähnlich. Ja.
Ich finde, der sieht soweit eigentlich ganz okay aus. Das Pink, das passt sogar noch hier zu Oscuro. Ich würde sogar noch überlegen, ob das Pink vielleicht zu Pantera passt. Aber das ist ja dieses Mix and Match als Möglichkeit. Ein bisschen schade finde ich, ein ursprüngliches Design war, dass man den Turban abnehmen könnte und darunter würde man das dritte Auge auf der Stirn von Oscuro sehen. Das haben sie leider hier nicht umgesetzt. Es sei denn, ich. Oh, doch, doch. Ohohoho. Ich dachte, es wäre schon modelliert, aber nein. Da müssen wir nur ein bisschen rumtun und schon geht der Turban ab. Oh, jetzt bin ich ja begeistert. Das habe ich im ersten Moment gedacht. Das, was ich eigentlich fast am coolsten neben der transparenten Haut an ihm fand, ist nicht da. Aber hier, da haben wir den Meister Proper der Legends of Dragonlore mit seinem Auge auf der Stirn. Das finde ich cool. Also dafür, dass ich auch mit so einem Design grundlegend nicht unbedingt sofort zu begeistern bin, der bietet aber eben durch die Haut und durch den Turban für mich wieder so einen Mehrwert, wo ich sage, oh, das Ding ist, das sitzt echt bombenfest geil. Wodurch ich sage, hey, für mich schon eine sehr positive Überraschung, diese Figur. Geil. So, dann, egal, wie wir es sortieren, zeige ich ja später noch. Dann kommen wir zu Onitor. Und das ist der Charakter, der wahrscheinlich mit am meisten verändert wurde. Er ist nämlich nahezu komplett neu. Ursprünglich sollte dort ein Charakter erscheinen, den Mark Taylor für die Masters of the Universe Toiler mal ja, designt hatte. Der hatte so einen Rapster-ähnlichen Kopf, grüne Haut, mussten sie leider sein lassen und dafür Onitor machen. Den Merciless Hunter of Darkasia. Homeworld unbekannt. Besondere Eigenschaften, er kann besonders breit sehen und ja, der wird eigentlich nie müde, also der kann immer kämpfen, stundenlang. Und er hat einen Morgenstern als Waffe. Rückseite hier nochmal. Also man sieht hier schon das asiatisch angehauchte Design, wo man dann schon irgendwo sagt, jo, das könnte man sich aus einem Tempel heraus vorstellen, dass der dort zu sehen war. War auch tatsächlich eine Figur, wo ich mir gedacht habe, ja, ich hätte gerne seinen Vorgänger, seinen Grünen, lieber gehabt. Aber der hier hat auch durchaus was. Ich glaube, warum ich jetzt bei dem nicht so extremst begeistert bin, ist, dass ich eigentlich kein großer Fan von Rot bin. Und das ist natürlich, hoppla, und schon was runtergefallen. Kein Fan von Rot zu sein, deswegen zu sagen, die Figur ist nicht so da, ist natürlich ein totaler Quatsch. Im Gegenteil, die Figur sieht auch wieder ziemlich nice aus. Ah, Verschlusssystem im klassischen Master-Stil, zeige ich euch gleich noch. Also, der sieht halt schon wirklich krass aus, wenn man den sich jetzt so beguckt. Also das ist schon irgendwo wieder was, wo ich dann denke, hey, man sollte tatsächlich nicht sofort im ersten Moment über etwas urteilen, sondern erstmal auf sich wirken lassen. Und bei dieser Figur, ich habe schon am Anfang mal gedacht, ja, der kommt auch dazu, der ist schon ganz cool, aber ja, wie auch immer. Aber wenn ich den jetzt schon alleine von hinten sehe, und hier auch, also die Waffe, die sieht schon cool aus. Wie die gestaltet ist, diese Waffe. Mega. Sein Bein ist natürlich da. Also er hat jetzt Rüstungsteile, er hat wieder den üblichen Lendenschurz. Den kann man dann runter machen, als üblicher Lendenschurz. So wie wir Lendenschurze eigentlich über die Fellhosen von den Masters of the Universe kennen und eine übliche Rüstung eben hier in diesem Dreierverschlusssystem. Das ist schon ganz cool. Und ja, also seien wir ehrlich, wenn ihr jetzt beim Asiaten zum All You Can Eat geht, dann könntet ihr euch schon vorstellen, dass der irgendwo steht, oder? Ja, also so als Ikone. Coole Sache. Die Gelenke, die sind immer ein bisschen fest natürlich am Anfang, aber es ist jetzt nicht, dass da irgendein Farbabrieb ist, sondern die muss man einfach erstmal etwas lockern und dann hat man das beisammen und boah, Alter, das sind coole Details, kann ich hier gar nicht zeigen. Ich müsste eigentlich mal ein besseres Equipment holen, um euch die ganzen Details hier schön zeigen zu können. Dabei, also, oh, der macht schon richtig was her. Und dieser Kopf, der könnte genauso gut eine Maske sein. Erinnert mich ein bisschen mit den langen Ohren schon fast ein bisschen an den Kobold, aber das ist schon cool. Und wer jetzt dann eher sagt, nur, das ist mir irgendwie zu viel mit dem Grün und so weiter, könnte jetzt natürlich auch anfangen, dann hier zu variieren, kann die Rüstung runternehmen und alles. Das ist schon grundlegend möglich. Coole Sache dabei. Also der Onitor und der Kareem, die überraschen mich durchaus positiv. Da bin ich schon mitunter beeindruckt, was man so bekommt.
bei diesen Legends of Draenor. Die bieten schon irgendwo fürs Auge zumindest mehr, als man am Anfang glaubt. Aber wir haben ja noch ihre weiteren Zubehörteile, die Divine Armor of Power. Und die kann man jetzt eben zur siebten Figur zusammenstecken, eine sogenannte Build-A-Figure. Oder Mattel hat es mal als Collect and Connect bezeichnet. Der letztliche Punkt ist, dass man hier eine weitere Figur bekommt. Und na, ich keuche schon so schwer, weil ich muss ein bisschen gucken, dass die Beine auch wirklich richtig fest dran sind und ich nicht im ersten Moment schon loslasse und dann fallen sie ab. Die muss man schon ein bisschen ordentlich reinstecken, dass ein Schuh draus wird, beziehungsweise eine Figur. Dann haben wir die hier relativ schnell beisammen. Die Divine Armor of Power. Nicht die einzige, die es in dieser Toyline geben soll, aber die erste. Und der hier, der flasht mich total. Das hat solche krassen Jack Kirby-Vibes, finde ich. Der helle Wahnsinn. Also wie geil diese Figur aussieht. Die Farbkombo, die Details, die Bemalung, wie das gemacht ist. Boah, ich finde diese Figur, die lohnt sich wirklich. Also dafür lohnt es sich, die zu sammeln. Wäre die nicht dabei, da hätte ich gesagt, ich brauche vielleicht nicht unbedingt die gesamte Wave. Ich kann auf Pantera verzichten. Ob ich den Kareem irgendwie zwingend brauche oder ob ich den hier, den Unitor unbedingt haben muss, ich weiß es nicht. Ich hätte definitiv Barbaro geholt, Yondara und wahrscheinlich auch Oscuro. Aber also dieses Gesamtpaket, das macht schon richtig Spaß. Ja, es ist kein günstiger Spaß, aber wenn man sich das hier so ansieht, das ist doch schon sehr geil. Und dann kann man halt eben auch bei diesen Figuren untereinander auch noch variieren, Mix and Match machen, wie man möchte. Natürlich passt nicht alles so wunderbar beisammen. Das eine sieht mit dem anderen wieder ein bisschen komisch aus, aber hier, also wenn Barbaro jetzt hier die Rüstung anhat und dann nimmt er den Helm ab, dann sieht er halt so aus. Oder man kann ihm eben nur den Torso anziehen, man kann die Beine einfach nur für einen anderen Charakter benutzen oder die Füße bzw. die Stiefel oder die Handschuhe. Ich finde, das hat schon was für sich, diese Möglichkeiten zu variieren. Das gefällt mir dabei richtig gut. Ich werde euch jetzt nicht ewig damit aufhalten, dass ich das jetzt hier in allen möglichen Varianten durchexerziere, aber das ist schon eine coole Sache. Natürlich eingeschränkter bei den weiblichen Charakteren eben durch die Formen. Aber nichtsdestotrotz finde ich das schon einen ganz coolen Deal dabei. Und so haben wir dann eben letzten Endes sieben Figuren, nachdem wir sechs gekauft haben, und sieben Figuren, die sich insgesamt durchaus sehen lassen können, wie ich finde. Ich würde jetzt mal behaupten, der größte Negativpunkt bei dieser Toyline besteht wirklich im Preis. Rund 40 Euro pro Figur. Das ist schon harter Tobak. Also dafür kriegt man halt schon auch auf deutlich größere Figuren, 7 Zoll, auch mit viel Bemalung, mit deutlich mehr Gelenken, natürlich teilweise auch mehr Zubehör. Das ist halt schon eine Sache, der sich Formo meiner Meinung nach stellen muss. Aber qualitativ ist das wirklich toll geworden. Ich kann sogar verstehen, dass sie weniger Gelenke gemacht haben, auch wenn ich nach wie vor denke, es wäre hier oder da ganz cool gewesen, wenn die Arme zumindest breiter wären. Und ja, Kniegelenke, Ellenbogengelenke gehören für mich heutzutage eigentlich zu einer Figur dazu. Aber okay, das ist halt Teil des Retro-Charmes, den sie hier machen. Billiger wäre natürlich immer besser. Aber unabhängig vom Preis, qualitativ haben die hier schon richtig was gerissen, ordentlich was rausgehauen. Ich habe jetzt auf den ersten Blick wirklich nur bei ihm hier eine kleine Schramme am Gürtelknauf gesehen. Ansonsten ist das alles top gemacht. Also die Farbgebung, die Goldteile hier alleine schon genial. Und ja, auch dieses metallische Blau bei der Divine Armor of Power, genial. Die Gesichtsbemalung, teilweise so filigrane Sachen, wirklich cool. Die fühlen sich auch sehr wertig an, die Figuren. Ihr seht, wie stabil die eigentlich da stehen, die Gelenke. Die würden natürlich wahrscheinlich irgendwann ausleiern, wenn ihr jetzt jeden Tag damit spielt, wie bekloppt. Aber es sind ja Sammlerfiguren. Und ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert von diesen Legends of Draenor. Ich muss mal gucken bei den nächsten Waves. Es gibt momentan die Wave 1.5, glaube ich, heißt sie, die aus Repaints besteht. Und dort gibt es keine Divine Armor, sondern ein Minicomic, was ich ein bisschen schwieriger finde.
weil ich hätte gerne auch dort eine siebte Figur mit drin gehabt. Die gibt es derzeit. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die hole, aber also mit dieser Wave alleine schon bin ich echt happy. Irgendwas meckern kann man immer, aber das ist schon eine coole Sache. Oder seht ihr das anders? Teilt es gerne in den Kommentaren mit. Erzählt mal drüber, was ist eure Lieblingsfigur? Welche gefällt euch weniger? Was findet ihr vielleicht generell cool, was in dieser Toyline vorkommt? Wir haben ja auch schon Drachenwesen gesehen, die kommen werden. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Den Daumen oben da noch da lassen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.